Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir es tatsächlich mal geschafft, Ascanthus sozusagen wieder den, ja, ich will jetzt nicht sagen den Frieden wiederzubringen, aber es einfach wieder ein bisschen aufzupeppen, beziehungsweise den König von Ascanthus wieder ein bisschen aufzupeppen. Ja, Yengis ist immer noch am Fressen. Wo ist aber dieses Itchimitchi-Dingenchen? Passt doch schwer bloß ein irrer Traum gewesen, was? Itchimitchi-Dingen, sehr gut. Hat sich dieser Jammerlappen von einem König also endlich zusammengenommen und angefangen, sich wieder wie ein echter Mann zu benehmen. Danke, Angelo. Ich meine, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ist mir nur so rausgerutscht, muss wohl am Vollmond liegen. Na, du hast es schon vollkommen recht, Angelo. Das hat mich an Alistair erinnert. Dann lebt es sicher auch noch weiter in meinem Herzen. Ich suchte also nach einem Hofnarren namens Dulmagus. Nun, leider ist mir nichts davon zu Ohren gekommen, dass jemand mit diesem Namen durch Ascanthus gereist sei. Ich weiß, das ist keine große Hilfe für euch. Und dabei habe ich euch gerade eben noch versichert, dass ich euch helfen will. Es tut mir leid. Ist okay, ist okay. Der Versuch ist da. Ist ja okay. Müssen wir uns jetzt mal überlegen, wo denn jetzt die Reise als nächstes hingehen soll. Oh, wir haben schon... Wir sind vollgeheilt, das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Und das Problem ist, wir sind jetzt die Wunschhöhe, sind wir jetzt rauskatapultiert worden. Ich war mir sicher, dass es da noch was gab. Ich bin mir sicher, dass es da noch was gab. Naja. Jetzt ist es so. Kann ich mich eigentlich zur Wunschhöhe? Teleport... Nein, kann ich nicht. Okay. Naja, dann... Ich werde jetzt definitiv nicht den Weg zurückgehen. It's all right for some, isn't it? No doubt King Pavan treated you to plenty of fine food and drink, you lucky toads. Wir haben auch was dafür getan, im Gegensatz zu dir, Toad. The princess and I have been waiting, you know, stuck here outside town. And Medea isn't much for conversation these days, hmm? I know how you feel, Granddad. If only you weren't so, green, eh? Maybe we could get you into town, and you could have a drink or something. I ain't exactly a looker myself. I know what it's like to be discriminated against. Wait, Gov, I've got an idea. The town I used to live in ain't too far south of here. How about we head off down there, eh? Sure, Pickham ain't no rose garden, but it's in the middle of nowhere, right? Even a strange old geezer like him would fit in, no problem. Old Granddad here'll be able to get a drink. And we might get a clue about where that Dulmagus has got to and all. There's a bloke there who knows everything about everything. We call him Brains. He's a mate of mine. He'll know something. Dead sir. See? Two birds with one stone, eh? I ain't just a pretty face. Come on, let's get going south. Pickham, here we come. Oh yeah, ab nach Pickham. Das freut mich, dass es jetzt nach Pickham geht. Bis dahin muss ich machen und dann muss ich einen riesigen, unendlich großen Schnitt machen. Aber da kommen wir später dazu. Ich brauche jetzt erst einmal... Ja. Ich habe Kissen. Hm? Mach mal Kissen auf Kissen. Was liegt denn da? Oh. Was man alles findet auf der Couch. Das ist eine Wohltuung für den Rücken, sage ich euch, meine Freunde. Wenn man da auf einmal so ein Kissen hat, das gegen den Rücken drückt. Oh Gott, das ist Balsam für meinen Rücken. So, ich will jetzt eigentlich relativ schnell nach Pickham, weil wie gesagt, in Pickham muss ich dann einen riesigen, wirklich unendlich riesigen, großen Schnitt machen. Es kann sein, dass der Schnitt theoretisch für mich
eine halbe Stunde geht. Es kann auch sein, dass der 3 Tage geht. Je nachdem, wie ich vorankomme, sage ich jetzt mal. Aber ich will es nicht zu viel verraten, meine Freunde. Auf jeden Fall ab nach Pickham. Wir müssen dafür nach Süden. Kann ich das hier auf der Karte... Ja, scheiß Karte. Alter, ich hasse diese Karte. Die ist immer noch so unnütz, wie sie immer war. So, und wir müssen jetzt hier einfach nach Süden. Hallo, Muku. Mehrfach angesprochen, Muku's around. Oh, da ist eine Kiste. Hi. Danke. Hey, geh weg. Lass mich in Ruhe. Okay. Ja, wir müssen jetzt einfach immer nach Süden rennen. Ja, am Anfang haben wir da einfach keinen Weg. Das bedeutet, wir müssen Offroad einfach hier komplett entlang gehen und einfach hoffen, dass wir erstens richtig rennen und zweitens keine Items übersehen. Und einmal muss ich hier zum Strand. Wo es mir gerade einfällt. Ich glaube, da gibt es eine Kiste und ein berüchtigtes Monster. Ach, wenn ich das doch alles nur noch mal genau wüsste. Aber es ist einfach zu lange her. So, hallihallo. So, der zornige Zwicker. Bemerkt die Gruppe nicht mal. Das ist schön. Das ist schön. Ja, ich greife einfach an. Flammenhieb. Und Axt der Angst hier. Geil, Zwillingsdrache. Und ein Flammenhieb nochmal. Schön. Sollte ordentlich Schaden machen, würde ich jetzt mal meinen. Hummer. Ich habe noch nie Hummer gegessen. Ich habe es eigentlich auch nicht vor. Oh. Okay. Ich glaube, der ist besiegt. So, und jetzt muss ich selber schauen. Gab es da hinten nicht eine Kiste? Ja, ich sehe sie doch schon. Ich sehe doch schon die Kiste. Sehr schön. Und Ausdauersamen. Schön. Uah, geh weg. So, und jetzt muss ich aufpassen, weil wenn ich mich nicht irre, müsste hier noch irgendwo ein Samen sein. Ich weiß zwar nicht mehr welcher, aber ich glaube, es war ein Samen. Jetzt lasst es mich überlegen. Irgendwo hier war der. Der war irgendwo im Wald, glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier hoch. Und schauen mal, ob wir hier vielleicht was... Nee. Hier ist er definitiv nicht. Hier definitiv nicht. Bom. Ah, da ist die Hütte. Da ist die Hütte. Hilft die mir? Ich erinnere mich an die Hütte, aber ich weiß nicht, wie die jetzt im Zusammenhang mit meinem Samen steht. Also nicht mit meinem, mit dem im Spiel halt. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, die konnte ich als Anhaltspunkt dafür hernehmen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Yo, Digga, was geht ab? Hier ist nix. Muss nicht schlafen. Okay. Ja, das ist eine kleine Herberge. Hätte mit schlafen können, aber warum? Ich bin vollgeheilt. So, und ich glaube, hier in dem Wald war das. Bei den paar Bäumen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ich bin mir sicher, dass es hier eine Kiste gab. Und zwar 100 pro. Hey, geh weg. Da hinten ist sie. Nein, das ist ein Stein. Nee. Ich muss an der Kiste eigentlich...
ja, vorbeigelaufen sein. Jetzt haben wir hier den Weg wieder. Seit wann ist hier ein... Okay, seit wann muss es hier neu geladen werden? Ist okay. So, Alter, wo war diese Scheißkiste? Ich glaube, ich bin schon an der vorbei. Ja, an der bin ich schon vorbei. Oder? Oder? Ja, das ist schon die Monster-Arena. Ja, 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 ja. Und wie ich an der Kiste vorbei bin. Naja. Im Let's Play, ich werde offscreen wieder zurückrennen und die Kiste suchen und ja. Es ist halt im Let's Play mal ein bisschen blöd. Ich kann jetzt unmöglich da die ganze Gegend absuchen. Auch wenn ich hundertprozentig weiß, dass da was ist. Aber ich will halt auch nicht die ganze Zeit im Lösungsbuch oder so hängen. Ich will ja viel, ich will alles aus dem Kopf machen, habe ich ja gesagt. Und bis jetzt klappt es ja ganz gut. So. Wunderbar. Die werden somit erledigt. Okay, und das hier ist die sogenannte Monster Arena, meine Freunde. Zugesperrt. Und der große Mori steht oben. Leisten wir ihm doch ein bisschen Gesellschaft. Dem guten alten Mr. Satan. You come to see me, and I ignore you. What was I thinking? Come, speak, I listen. Allow me to introduce myself. I am Mori. Here, I borrow my ears to the wind. Mr. Satan lässt grüßen. I hear it on the wind. There is someone magnifico, come here soon. Ich liebe das Wort magnifico. Ich liebe das Wort, es ist so geil. Es ist alles magnifico. Ihr seid alle meine Zuschauer, meine Freunde, ihr seid alle magnifico. So, ragazzo. Ragazzo. You are a traveler, see? Ihr seid auch alle ragazzo. Ach, ich liebe ihn. Mori ist einfach einer meiner Lieblingscharaktere im gesamten Spiel. Ragazzo, magnifico. Es ist... es ist so geil. Komm, komm, den Scherz mache ich mir jetzt. So, also, Handy raus. Wir schreiben Kaiu jetzt. Kaiu, du bist magnifico und ragazzo. Ich liebe Mori. So, Kaiu, du bist... magnifico? Schreibe ich das überhaupt richtig? Magnifico? Und, wie schreibt man Ragazzo mit einem Z? Mit zwei Z. Ragazzo. So, okay. Entschuldigung. Ach ja. Okay. Nun weiß es Kaiu, sie ist magnifico und ragazzo. Was auch immer ragazzo bedeutet. Ja, wir sind ein Reisender. Then I ask you one favor. Here, take this. Die Gruppe erhält drei Notizen. When we have finished talking, you take a look at these memos, huh? Each one has written on the information of the notorious monsters. Find them, fight them, send them to me! It is not to worry, ragazzo. For you, it will be a slice of cake. I see it in your eyes. Buona fortuna and good hunting! Ich liebe Mori. Okay.
Wir haben jetzt eine ziemlich große... ja, ich will es nicht wirklich als Nebenquest bezeichnen, aber irgendwie doch und gleichzeitig irgendwie nein und doch. Ja, so, die Notizen von ihm. Okay, schauen wir sie uns mal an. Ein Schleim. Name, Schelm. Kampfstil, ein echter Casanova, der sich blitzschnell dich ranschmeißt. Aufenthaltsort wurde in der Nähe eines verfallenen Schlosses gesehen. Zusatzinfo, kein böser Schleim, sondern ein wirklich böser Schleim. Den können wir noch nicht haben, weil der ist noch ein bisschen weit weg. So. Der hohle Ritter. Spitzname, der Name, Einsamer Ede. Ich hab gesagt, dass er Einsamer Ede heißt. Trampelt die Gegner nieder wie ein Tausendfüßler im Stilettus. Aufenthaltsort wurde an einem Flussufer in der Nähe der Meileabtei gesehen. Schreibt gerne allein mehr. Den müssen wir nochmal besiegen. Werde ich offscreen machen. Kennen wir ja schon. Werde ich offscreen hingehen. Und der dritte. Die rasselte Rotzgöre. Kampfstil, ein Gefühl, als würde dir jemand einen Teller zappelnder Spaghetti ins Gesicht schleudern. Aufenthaltsort wurde am See vor in der Nähe des Unterschlupfes einer Diebin gesehen. Zusatzinfo, ein gemeiner Bengel, der sich gerne mal nasse Füße holt. Den können wir auch nun nicht haben, aber bald. So, hinter Morris Haus müsste, glaube ich, eine Kiste sein, genau. Aber ich glaube, da brauche ich einen Zauberschlüssel. Ja, genau. Okay. Hier brauchen wir den Zauberschlüssel, da geht es sonst noch nicht weiter. Hey, geh weg. So, jetzt können wir hier mal... Ah, ich habe schon mal entdeckt die Kiste, aber das war eine Paprika. Jetzt können wir hier mal gemütlich weitergehen. Und wir sind auch schon bei Pickham. Kann das sein? Bin ich schon da? Attribute, wie schaut's denn... Oh, Jengis hat bald ein Level-Up. Jengis hat relativ bald ein Level-Up. Sehr schön. Auch wenn ich es mir nicht leisten kann, dass ich jetzt das hier, so viel kämpfe, weil der Part ist fast vorbei und ich würde in dem Part gerne noch Pickham betreten und im Pickham noch kurz was erledigen, damit ich dort freie Hand habe. Weil Pickham halt doch Story relevant. Wobei ich glaube, ich habe da von Anfang an freie Hand. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. I don't know. Auf jeden Fall muss ich noch in diesem Part nach Pickham. Und da vorne haben wir es auch schon. Ah. Hallo Muku. Danke. Hallo Muku 2. Danke. Ja, eine neue Kuh gibt uns immer Milch. Schön. At least you were right about something. No one here so much as bats an eyelid at me. So, the pub awaits. I'll go on ahead, and I wouldn't want to get in your way. You go and find this brains fellow. I'll be waiting for your report. Na gut, man kann Toad schon verstehen. Oder Toad. Why in? Booze him more like. Come on, Gov. Let's forget about him and head over to Brains's. Some of us have got to keep our minds on the job, eh? We've got to find that Dolmagus. Sehr schön. Okay, und was will ich hier offscreen machen? Zeig's euch mal. Der pennt. Wir werden hier vorbei. Schön. Casino. Ich werde mir die Hölle aus dem Leib spielen. Mir die Seele aus dem Leib spielen. Ich werde so viel Casino spielen, bis ich gar keine Seele mehr habe, die ich sowieso nicht habe, weil ich ein Mann bin. Willkommen, willkommen, willkommen im Paradies der Entspannung, dem sozialen Tummelplatz des Adels, dem Pickham Casino. Mit Spielautomaten und Bingo wird hier für eure Unterhaltung gesorgt. Bingo werde ich spielen. Genießt das Leben, gebt euer Geld aus, greift tief in eure Taschen, amüsiert euch. Schön. Okay, ich möchte mal ein paar kaufen.
Einer kostet 20 Goldmünzen, Alter. Ja, 100 sollten reichen. Geh mal her. Und dann hier. Willkommen im Tauschschalter, wo eure Jetons gegen alle möglichen Preise eintauschen können. So. Was gibt's hier denn schönes? Zauberwasser interessiert mich nicht. Silberplatte. 500 Münzen interessiert mich. Davon brauche ich 4 fucking Stück. Flinkheitsring. Geile Sache, könnte ich auch gebrauchen. Titangürtel. Geile Sache, könnte ich auch gebrauchen. Rudenstab. Geile Sache, könnte ich auch gebrauchen. Platinkopfschutz. Den will ich ehrlich gesagt auch. Ja, am liebsten hätte ich das jetzt alles, muss ich sagen. Weil ihr seht es, das Zeug ist gut. Bis auf den Runenstab, allerdings steigert der dafür die Abwehr, wenn ich ihn benutze. Das ist halt wieder der Vorteil. Und hier, Platinkopfschutz, der ist gut. Der ist gut. Man bekommt hier sehr, sehr, sehr gute Sachen. Und ja, ich werde hier speichern. Ich zeige euch mal, wo hier die Kirche ist, wo ich speichern werde. Ansonsten, was gibt es noch zu Pickham zu sagen? Pickham hat nicht nur das Casino, nein. Pickham hat Verkaufsstände. Und heilige Scheiße, haben diese Verkaufsstände gute Sachen. Halt, das ist der falsche Weg. Und heilige Sachen, sind diese Sachen teuer. Viel zu teuer. In Pickham bekommt man richtig geiles Zeug. Richtig geiles Zeug, aber dafür kann man da auch richtig, richtig schnell pleite werden. Oh, wie konnte ich nur? Entschuldigt, dass ich jammer hier. Voll krass und so. Mitten in der Nacht speichern. Geil. Oh, yeah. Es passt eigentlich perfekt, dass der Part jetzt vorbei ist. So. Jetzt werde ich nochmal hier wieder zurück zum Casino gehen. Und dort, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder, wenn ich ein bisschen am Casino gespielt habe, sage ich jetzt einmal. Ein bisschen viel gespielt habe. Ich brauche viele Münzen. Ich brauche sehr viele Münzen. Aber einmal möchte ich euch Bingo zeigen. So. Das ist der Bingo-Tisch. Soll ich euch die Regeln erklären? Nein. Ich will die Regeln nicht hören. Weil man halt bei solchen Dingen immer nur mit dem digitalen Steuerkreuz entscheiden kann. Möchtest du spielen? Ja. Drücke das Steuerkreuz, um Jetons einzuwerfen. Drücke den A-Knopf, um zu beginnen, oder den B-Knopf, um aufzuhören. So. Wir können jetzt 100... Münzen einfach mal betten. Das Minimum sind 5. So, das zeige ich euch jetzt mal. Ich schmeiße jetzt einfach mal 5 rein. Die 17. Die 6. Es ist rein glücksbasiert. Ich kann nichts man kann beschleunigen, sehe ich gerade. Sehr schön. Ich kann nichts beeinflussen. Gar nichts. Ich habe keine Chance, das zu beeinflussen. Na, ich brauche nur noch die 11 oder 18. Oh, die 14 oder 11. 14 oder 11? 16. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ja. So sieht's aus. Und je nachdem, wie schnell wir Bingo haben, kriegen wir natürlich eine höhere Anzahl an Jetons wieder ausbezahlt. Das ist, wie gesagt, komplett glücksbasiert, aber... So läuft das eben und man hat eigentlich gar nicht mal schlechte Möglichkeiten, schlechte Chancen zu gewinnen. Einfach immer ordentlich Jetons setzen, speichern, schauen, wird's was, wenn nicht, neu laden. Wenn's was wird, speichern. Und das kann sich ziehen. Und ja, ich werde jetzt ordentlich Bingo spielen, bis wir uns beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle wiedersehen. Also gut Leute, das war dann Let's Play Dragon Quest 8 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.